darf nicht so. Ja. Alaul will protect you from the potion marsh. Okay, das, was da war, beschützt uns. Okay. The Death River waits to be freed from the curse. Der Todesfluss wartet, befreit zu werden vom Fluch. Okay. To restore your life, shout in front of the church. Was heißt schaut? Nicht schreien. Wow, du bist neu. Du bist wichtig. I'd like to exchange our white crystal for a blue one. Was? Der tut es ohne mich zu fragen. Wir haben blau. Ist es auch selektiert? Ich weiß es nicht. Ich habe da mal das Gefühl. Nein. I refuse to exchange my crystal for yours. Hä? Wir haben immer noch den blauen, okay. Also, weiß ist nicht... Hatten wir nicht vorhin blau? Nein, er war schon weiß. Okay, weiß ist nicht mehr wichtig. Seht ihr in der Stadt? Es ist wichtig, mit diesen Honks hier zu reden. Moment. Ja, doch, das Vibe hatten wir schon. Ja, dieses Castlevania. Ist das dritte Castlevania überhaupt? Ja, mein drittes Castlevania, das wäre irgendwie logisch. Und es hat wirklich schon die kommenden Spiele beeinflusst, weil es ja eine offene Welt hat und so weiter. Und oh Gott, du bist neu? Buy some garlic. It has special powers. Und ja, es hat viele Spiele beeinflusst, vor allem Castlevania Symphony of the Night. Ja. Ich habe immer noch zu wenig Herzen. Oh Gott, das kann ich vergessen, ja. Ach, es wird wieder Nacht, wenn ich Geld habe. Wetten? Also Herze. Was habe ich hier? Immer nur Shops, die geldgierig. Oh, wir haben hier so viel Auswahl. Na, ich war fast nicht gesprungen. Oh Gott. Ich habe ja Contra Let's Play. Wenn ich mir nur vorstelle, mit dem Controller, den ich gerade benutze, Contra zu springen, ist doch die Hölle. Nein. Och! War da... Der hat gesagt, ich soll in einer Kirche mich ausruhen, aber hier gibt's keine Kirche. Ja, ja, wir müssen sammeln jetzt bis 50, aber bitte, wehe, es wird Nacht. Das ist verrückt. Oh, shit, bitte, ja. Nein, alle Herzen weg. Das ist das Frustrierende an dem Spiel hier. Komm. Ich lasse es jetzt. Soll ich doch auf die Item scheißen? Aber ich werde hier in die Städte nicht wiederkehren. Fuck. Was soll ich nur tun? Es wird eh Nacht. Komm, wir scheißen drauf. Jetzt vor der Nacht schaffe ich es hundertprozentig. Wir reisen weiter. Es hat jetzt keinen Sinn, hier zu sehr lange in der Stadt zu verweilen. Und oh Gott. Das voll werde ich doch jetzt nicht die ganze Zeit abschlachten. Daran erinnere ich mich. Wir haben Blue Kristall. Und Scheiße. Gibt's hier was? Nein, hier kommen wir nicht weiter. Ich kann's versuchen. Nein, das ist schon der Beweis. Ich muss zurückkehren. Okay. Es geht nicht weiter. Und wie zur Hölle man auch weiterkommen soll, fragt mich nicht. Ich hab schon vergessen, ob man von der anderen Seite kommt oder ob man Mega Jump dann später drauf hat wie Link in Zelda 2. Wir wissen es nicht. Und war mal ein Begräde bei im Hintergrund? Ja, die haben es auch nicht den Sprung geschafft wie ich. Ganz klar. Es wundert mich, dass wir immer noch nicht Nacht haben. Das sollte mich freuen, ja. Oh Gott. What a horrible night to have a curse. Was für eine. Schreckliche Nacht um einen Fluch. Curse heißt Fluch, aber ich glaube, hier ist gemeint Albtraum, oder? Aber da steht nicht Nightmare. Ach, egal. Es ist doch unlogisch, oder, Leute? Wenn ich sage, was für eine schreckliche Nacht um einen Fluch zu haben, oder? Oder leidet unser Simon hier wirklich?
weil ihr wisst, er hat der Fluch, sein Rücken leidet, weil er vom Kampf verletzt ist und ich mach die Spinne jetzt fertig. Alten! Okay, dann drucken vielleicht! Ja! So geht das. Nein! Das ist so was von Selbstmord, ey. Castlevania. Ich hab's gewusst, dass ich es nicht unterschätzen soll. Ich hab's so von Erinnerung gehabt, dass es schwer ist. Ja, man hat früher schlechter gespielt als Kind, aber ja. Castlevania unterschätzen ist verrückt. Ey, ich habe ja meine NES vorgestern, glaube ich, aus dem Keller geholt. Und ihr wisst nicht, was ich... Ich wusste gar nicht, dass ich so viele bekannte NES-Spiele besitze. Ich besitze Metal Gear. Ja, ihr kennt ja Metal Gear Solid, das ist ja euch ein Begriff. Ich besitze den ersten Teil Metal Gear. Naja, die NES-Version soll schlechter sein als NES. MSX2 meine ich, aber ja, egal. Ich werde es mal spielen. Als LP? Nein. Obwohl, NES-Spiel kann man schon hochladen, wer weiß. Gut, es geht hier weiter. Beten wir. Ja, es ist ja klar, dass er da durch kann. Und wir haben Nacht. Ich wollte ja. Okay. Oh Gott. Die Scheißdecke. Ich konnte nicht hochspringen wegen der Decke. Ja, ein Leben, super. Wie viele Herze? Alter, seht ihr, wie es frustriert? Man muss wirklich saulang spielen, um sich zu was zu verdienen. Es ist ein Fehler, oben zu gehen. Nein. Oh, 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 oh. Es ist wirklich ein Fehler. Alter, nimm mich schnell mit. Tu's. Was? Ah ja, da ist eine Decke. Oh Gott. Ja. Wir würden es nicht sehen, wenn wir den Kristall nicht hätten. Und was zur Hölle wollen die hier? Ich kenne es vom Review. Aber ich hab's vergessen, wie es der Kerl gemacht hat. Was hat der Kerl gemacht? Man kriegt die Stelle hier... Pause habe ich. Man kriegt die Stelle wirklich nur raus, wenn man so eine Komplettlösung hat. Hier gibt's kein Glitch, keine Plattform unsichtbare. Man kann so oft hinspringen, wie man will. Und ihr seht hier unten, es ist eine Treppe nach unten. Irgendwas muss man machen, dann scrollt der Bildschirm nach unten. Ich wusste aber nicht, dass es jetzt schon kommt. Was? Das ist ein Schild? Du siehst doch, das ist Draculas Rippe. Das verwirrt mich jetzt. Oder habe ich das ein andermal eingesammelt? Egal, halten wir das. Das ist doch sein Schild, ja? Ich komme da nicht weiter. Ich habe jetzt... Pff, da kann ich nichts machen. Okay, jetzt rätsel ich wirklich. Das heißt, ich muss alles zurückgehen. Und dann in das Gebiet gehen, wo ich ja zu schwach bin. Wisst ihr was? Ich skill mich jetzt richtig. Aber wie viel Leben habe ich? Eins, oder? Ein Leben ist zu riskant. Egal, ich muss jetzt gut spielen. 40 Leben. Herzen meine ich, okay. Wir sammeln jetzt richtig schön Fett. Kaufen uns eine schöne Rippe, also Peitsche. Und dann, ja. Och. Warum auch? Ich sollte mich freuen. Gott, ich Let's Play schon fast eine Stunde. Aber das Spiel ist saugeil. Ich hab Spaß, wie es bei euch ankommt. Ich hoffe, ihr habt auch euren Spaß. Es gibt wirklich viel... Ich habe sogar einen deutschen LPR gesehen. Der hat in der Beschreibung geschrieben, oh Gott, wie ich das Spiel hasse. Ich liebe Castlevania 2. Es ist mein Lieblingsspiel der ganzen Serie. Wegen des geilen Soundtracks, wegen den RPG-Elementen, wegen der offenen Welt. Ja, es ist gespalten in der Community, die halt Castlevania... Der Castlevania-Community halt, weil... Die meisten kennen halt ja nur die ersten Teile, wo man Stages vorangeht und Bosse killt. Naja... Aber ich muss auch ehrlich sagen, meine erste Meinung zu Symphony of the Night war, oh Gott, was ein Scheißspiel, man geht nicht Stages entlang, pah, das werde ich nie spielen. Aber meine Meinung hat sich geändert. Jetzt denke ich, puh, das bleibt zu Let's Playen, ich freue mich. Wenn es schon so bekannte Let's Player wie Deathmig gerne spielen, das muss gut sein. Und es ist,
Symphony of the Night, es soll angeblich, nicht angeblich, es ist das am meist geratenste, also, was meine ich geraten? Also es hat die meisten Punkte, wenn man so verleiht, wie gut ein Spiel ist, da hat es die meisten Punkte der Castlevania-Reihe. Gott, ich weiß nicht, falls hier jemand cool zuguckt, der sich auskennt. Ich würde mal gern wissen, welche Version denn nun besser ist von Symphony of the Night. Die PlayStation 1 Version oder die Sega Saturn Version? Oh, Scheiße. Oh. Ach. Ja, es reicht für meine Stadt. Moment, habe ich hier nicht dieses Feuer? Gott. Nein! Das Schild bringt auch nur, um Feuer so bestimmt abzuwehren. Hier waren wir schon, oder? Was habe ich gerade Nichts Neues, das war das Feuer. Oh Gott, ich will in der Kirche. Ich schaffe es da nicht hin. Aber bitte in der Stadt, um eine Peitsche zu holen. Shit! Oh Gott, ich lebe. Na, ich wollte sagen, dass ich lebe. Nein, Passwort hole ich nicht. Vergiss es. Oh oh. Ja, das ist ja auch so cool. Gemein, dass man es nicht einfach mit der Peitsche kaputt machen kann wie im vorherigen Teil, sondern dass man es mit Holy Water machen muss. Und tags sind die Monster echt angenehmer. Also ein fettes Erdrück. Super 2. Jetzt mal saftig hier aufräumen, bevor ich in die Stadt. Oh Mann! Da ist jetzt die Stadt, oder habe ich recht? Nein, noch nicht. Hä, habe ich die Stadt gerade schon. Bin ich vorbeigegangen? Ach, ich bin die Treppe hochgegangen und. Ach, wir gehen jetzt zurück. Ich will diese Peitsche da haben, die da wurde da eine Peitsche angeboten? Ich weiß es nicht mehr. Shit, aber da gab es so viele Shops, da muss was sein. Oh Gott, das ist das Beschissene an dem Spiel. Dass man die Herzen so lang sammeln muss. Aber okay, es fesselt einen lange vom Spiel, das ist gut. Oh Gott. Hilft es sich zu... Oh, es hilft wirklich. Wow. Nein. Oh Gott, ich liebe die NES. Ja, man muss sagen, das ist jetzt die älteste Castlevania 2 Version. Die jüngste ist ja aus 87, die Famicom Version. Und die ist die beste, weil die Famicom hat Speichersystem. Ja, es besteht ja aus Discs, nicht aus Cartridges. Und, ach, so schnell 5 Minuten vergangen. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Egal. Und das ist ein besseres, ist sozusagen eine bessere Soundkarte. Da haben wir dann halt bessere Musik. Ich habe eines der Lieder in meinen Favoriten. Warum gehe ich da lang? So. Oh Gott, noch 2 Minuten, dann nehme ich 1 Stunde auf. Da. Scheiße, Mann. Ich will kein Leben verlieren. Ja, wenn die offscreen sind, kommen die wieder zurück. Das ist so klug, das Spiel. Alter, nein, fick dich. Ich will jetzt nicht hier immer abblumen. Okay, 2 Leben, das ist gut. Wir sind hier, um Herzen zu sammeln. Shit, jetzt kommt die 2. Spinne dazu. Oh, wie soll man das machen, ey? Ich gehe besser in die Stadt und schlage mich lieber mit Zombies rum als mit den Viechern. Tue ich gerade so oft mich heißt es räuspern? So dieses. Ich denke schon, ich sollte es lassen. Gott, ja, ich kann lange sammeln. Ja, jetzt. Okay, da ist einer.